Hallo bei Bildner TV und einem tierischen Video. Genauer gesagt geht es heute um Tiere. Und noch genauer gesagt geht es um die Fotografie von Tieren, wie sie die bekannte Tierfotografin Tanja Brandt macht. Sie ist bekannt geworden vor allem durch ihre beeindruckenden Porträts ihrer Eulen, Greifvögel, Hunde und so weiter, die teils witzig, teils romantisch und dabei aber immer hochprofessionell sind. In unserem ersten Video über tierische Momente schauen wir uns mal an, mit welcher Ausrüstung Tanja fotografiert und welches Equipment sie für den Einstieg empfiehlt. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei Bildner TV, eurem Kanal mit praktischen Tipps zum digitalen Leben. Bevor wir jetzt zu den tierischen Aufnahmen von Tanja Brandt kommen, habe ich noch etwas in eigener Sache für euch. Wir hier bei Bildner TV möchten uns bei euch, unseren Abonnentinnen und Abonnenten, ganz herzlich für eure Treue bedanken. Als kleines Dankeschön verlosen wir ab sofort jede Woche unter all unseren Abonnenten ein Buch aus dem Bildner Verlag. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr nur zwei ganz einfache Dinge tun. Erstens, abonniert unseren Kanal und zweitens, schreibt uns einen kurzen Kommentar zu irgendeinem unserer Videos. Und schon nehmt ihr ganz automatisch an der wöchentlichen Verlosung teil. Ich drücke euch die Daumen. So, jetzt aber zu Tanja Brandt, der bekannten Eulenflüsterin, so wird sie im Internet genannt, und ihrer persönlichen Ausrüstung. Also mit was fotografiert Tanja? Eine Sache vorweg, sie setzt auf das Nikon-System und zwar in erster Linie auf Vollformatkameras. Dass sie Nikon-Fotografin ist, ist laut ihrem Buch, laut ihrem eigenen Bekunden, jetzt nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung für irgendeine Marke, sondern es war halt anfangs zufälligerweise Nikon. Aus eigener Erfahrung, bei mir war es anfangs zufälligerweise Canon. Ich bin mittlerweile bei Fuji, habe auch mal mit anderen Kamerasystemen ausprobiert. Also man probiert so ein bisschen rum, wenn man professionell mit einem Kamerasystem arbeitet. Aber aus eigener Erfahrung, die professionellen Systeme, sowohl von Sony als auch von Nikon, als auch von Fuji, als auch von Canon, die geben sich alle irgendwie nichts. Von der Qualität her haben sie alle ihre Vor- und Nachteile, sagt auch Tanja Brandt so. Das heißt für euch, seid ihr jetzt schon mit Canon unterwegs oder mit Sony oder mit Fuji, besteht überhaupt keine Veranlassung, umzusatteln auf ein anderes System. Außer ihr seid grundsätzlich unzufrieden mit irgendeinem Aspekt eures Systems oder ihr habt ein System, das schon in die Tage gekommen ist und ihr überlegt, was Neues anzuschaffen. Dann kann man darüber nachdenken, vielleicht auch mal ein System zu wechseln. Aber grundsätzlich gegen das Nikon-System von Tanja Brandt spricht genauso wenig wie gegen ein Canon-System, ein Fuji oder was auch immer. Wichtig, ganz wichtig bei der Tierfotografie, sagt Tanja Brandt, sind vor allem die Objektive. Mal abgesehen davon, vom Kamerabody, sie arbeitet in erster Linie mit Vollformat. Und mit einem Vollformat-Objektiv, mit einer Vollformat-Kamera, die eben einen Vollformat-Sensor hat, der ein bisschen größer ist als die jetzt im Moment sehr, sehr weit verbreiteten APS-C-Sensoren. Für so einen Vollformat-Sensor braucht man entsprechende Objektive, die auch diese gesamte Abbildungsfläche eines Vollformat-Sensors abdecken. Das heißt, ein APS-C-Objektiv, also ein Objektiv, das speziell für einen kleineren Sensor gerechnet ist, kann man an einem Vollformatsystem nicht verwenden. Also, wenn ihr Vollformatkameras verwenden möchtet, einfach um den größeren Sensor zu haben, um besseres Rauschverhalten zu haben, um insgesamt bessere Möglichkeiten zu haben, um Objekte freizustellen. Also je größer der Sensor, desto einfacher ist es, einen unscharfen Hintergrund hinzukriegen bei ansonsten gleicher Blendenöffnung. Dann überlegt euch im Vorfeld, Vollformat bedeutet bestimmte Objektive, die dann insgesamt ein bisschen größer sind als APS-C-Objektive, schwerer zu schleppen sind. Das Problem ist im Moment, dass man kennt ja diese weißen Boliden da von Canon oder auch die dicken Objektive von Nikon, wenn die auf Vollformat gerechnet sind, das sind professionelle Objektive, die richtig teuer werden können, also die auch mal irgendwie 8.000 Euro kosten können. Das ist natürlich für den Amateur praktisch nicht leistbar, nicht sinnvoll. Was jetzt übrigens nicht heißt, dass man sich vielleicht so ein Ding mal ausleiht für 150 Euro am Wochenende oder so. Schaut mal rum, vielleicht gibt es einen Händler bei euch in der Gegend, der euch mal so ein Objektiv ausleiht, damit ihr es mal ausprobieren könnt. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr APS-C habt,
entsprechende Objektive, wenn ihr Vollformat habt, entsprechende Objektive. Wobei ich persönlich sagen würde, also ich muss dazu sagen, ich fotografiere mittlerweile solche Sachen wie Natur, Vögel, Tiere, auch mal unsere Katzen mit einem APS-C-System. Also ich habe ein Fuji-System mit einem APS-C-Sensor. Ich sehe, ehrlich gesagt, keinen großen Unterschied zu einem Vollformatsystem. Ich habe früher mit Canon Vollformat gearbeitet. Der Unterschied ist minimal. Aber der Vorteil bei einem APS-C-System, das System insgesamt ist kleiner, leichter, die Objektive sind kleiner und leichter, wobei eben das Problem sein kann, dass das Objektivprogramm nicht ganz so ausgereift ist für den Bereich Tierfotografie wie bei Vollformatkameras. Nochmal zurück zu den Objektiven. Wenn ihr draußen seid, Tiere fotografiert, kommt es auf zwei Dinge an. Erstens, Tiere sind nicht immer in Knallsonne unterwegs, sondern auch mal irgendwo im Halbdunkel, im Schatten. Man erwischt Tiere oder die aktive Tiere auch häufig erst in der Dämmerung, wenn die Sonne untergeht oder gerade aufgegangen ist. Das heißt, so die volle Lichtstärke der Mittagssonne habt ihr nicht zur Verfügung. Das heißt, eure Objektive sollten möglichst lichtstark sein. Tanja verwendet vor allem Objektive mit Lichtstärke 2,8 oder so in dem Bereich. Also auch diese langen Brennweiten mit 400, 500, 600 Millimetern, die gibt es mit Lichtstärke 2,8 oder 4,0, um eben möglichst viel Licht zu sammeln, um möglichst kurze Verschlusszeiten zu erreichen und um möglichst den ISO-Wert so niedrig wie möglich zu halten. Das kommt alles der Bildqualität zugute beim ISO-Wert, beziehungsweise bei der Verschlusszeit kommt es natürlich darauf an, je kürzer die Verschlusszeit, desto eher kann ich auch bewegte Motive, also Vögel im Flug oder rennende Hunde jetzt im Fall von Tanja, scharf abbilden. Also kurze Verschlusszeit, ultrakurze Verschlusszeiten von einer 1250 Sekunde zum Beispiel erfordern nun mal sehr lichtstarke Objektive. Und da müsst ihr unbedingt darauf achten. Wenn ihr denn ein Objektiv euch zulegt, speziell für die Tierfotografie, seht zu, dass es erstens eine lange Brennweite ist, Minimum 200 mm oder länger und dabei eben eine Lichtstärke von 2,8 bis 4. Wenn ihr Lichtstärke 5,6 habt, dann kommt ihr schon in den Bereich, da ist es dann wirklich sehr, sehr schwierig, auch mit niedrigen ISO-Werten und kurzen Verschlusszeiten in der Dämmerung zu fotografieren. Wenn ihr noch mehr über Tanja Brandt, ihre Tierfotografie, ihre Ausrüstung zu ihrer Bildgestaltung, zu interessanten Locations und so weiter erfahren möchtet, empfehle ich euch wärmstens unser Buch Tierische Momente fotografieren. Ihr findet es in unserem Online-Shop. Der Link zum Shop steht unterhalb des Videos. Ihr könnt die tierischen Momente wie immer ganz klassisch in gedruckter Form bekommen, aber natürlich auch als E-Book sowie als Bundle aus E-Book und gedrucktem Buch. Weiterer Punkt, Zoom-Objektiv oder Festbrennweite. Also diese richtigen Boliden, die man so kennt bei Sportfotografen, bei Naturfotografen, sind Festbrennweiten. Hat vor allem den einen Grund, man kann diese Lichtstärke so richtig, also konstruktionsbedingt, man hat wirklich tolle Lichtstärken zur Verfügung bei so einem Festbrennweitenobjektiv und zweitens sind die normalerweise extrem scharf abbildend. Ein Zoom-Objektiv, also auch heutzutage, Zoom-Objektive sind nicht mehr weit entfernt von dieser Abbildungsleistung einer Festbrennweite. Das heißt, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel für ein Canon-System einen 70 bis 200 mm Zoom mit Lichtstärke 2,8 besorgt, tolles Objektiv. Dazu vielleicht so noch einen Konverter, einen 1,4-fach oder einen 2-fach-Konverter und ihr seid bei einer Brennweite von 400 mm bei einer Lichtstärke von 1:4, also Konverter verändern immer die Lichtstärke. Es kommt dann weniger Licht durch. Das nur nebenbei. Aber grundsätzlich, ob Zoom oder Festbrennweite, die Entscheidung, da würde ich persönlich jetzt sagen, okay, wenn ich mir einen Zoom leisten kann, das eine ordentliche Lichtstärke hat, passt. Aber die vergleichbare lange Brennweite als Festbrennweite, die dürfte dann deutlich teurer sein. Da ist dann wirklich die Überlegung, was steckt an Kohle im Geldbeutel, was habe ich zur Verfügung. Also lasst euch nicht verrückt machen, Festbrennweite ist toll, Festbrennweite mit mega Lichtstärke 2,8 ist noch viel toller, aber leider auch toll teuer. Also da müsst ihr selber entscheiden. Mal abgesehen von Kamerasystemen und Objektiven, was ganz wichtig ist bei der Tierfotografie, ist meiner Meinung nach ein stabiler Stand.
Man kann natürlich mit Stativ arbeiten, wobei das wahnsinnig schwierig ist. Auch Tanja, wenn man die Fotos in Tanjas Buch so ansieht, die ist eigentlich kaum mit Stativ unterwegs, weil sie eben so flexibel ist und ständig neue Perspektiven, neue Standpunkte ausprobiert, und das wäre mit einem Stativ wirklich sehr schwierig. Andererseits, wenn ich irgendwo an einem Unterstand bin und darauf warte, dass irgendein Tier daherkommt, das ich fotografieren möchte, ist so ein Stativ natürlich hilfreich. Also wenn ein Stativ, dann stabil, dann so stabil, dass es auch die Kameraobjektivkonstruktion tragen kann. Und wenn kein Stativ, dann gibt es auch andere Hilfsmittel, sowas wie den berühmten Bohnensack. Also das ist ein Sack, in den trockene Bohnen eingefüllt sind, den man dann irgendwo hinstellen kann, und dann kann man das Objektiv aufsetzen. Was gibt's noch? Was ist noch wichtig, ausrüstungstechnisch? Wenn man Tanja in ihrem Buch so auf ihren Fotos sieht, sie ist immer entsprechend gekleidet. Achtet auf die Kleidung. Teilweise ist man ja stundenlang draußen unterwegs und wartet auf den richtigen Moment, auf das Tier, das eben vorbeikommt, das ich mir jetzt in den Kopf gesetzt habe. Achtet immer auf eure Bekleidung und achtet darauf, euch warm und trocken zu halten. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwo in der Früh, in der Dämmerung, bei Nebel, in der Kälte zu sitzen und zu schlottern. Da macht die ganze Fotografiererei keinen Spaß. Also achtet auf die Bekleidung und achtet natürlich auch darauf, dass eure Kameraausrüstung gut geschützt ist. Dazu ist ein großer Kamerarucksack, wo alles reinpasst, natürlich ganz wichtig. Möglichst auch wind- und wettergeschützt. Es gibt Kamerarucksäcke, da habe ich zum Beispiel so einen, da ist eine Hülle dabei. Achtet vielleicht drauf, wenn ihr euch einen Kamerarucksack zulegt. Das ist eine spezielle Regenhülle, die kann man über den Rucksack ziehen, passt genau drüber. Also die ist perfekt, wenn es auch mal regnet. Da bleibt wirklich alles drin trocken. Noch wichtig sind natürlich so Kleinigkeiten wie Akkus, dass euch der Strom nicht ausgeht, Speicherkarten, möglichst schnelle Speicherkarten, denn immerhin möchte man in der Tierfotografie häufig Serienbilder machen, um eben einen Bewegungsablauf mit möglichst vielen Bildern festzuhalten. Je schneller die Kamera, desto schneller müssen auch die Speicherkarten sein, also UHS-1, UHS-2, also richtig schnelle Speicherkarten, die zur Kamera passen. Und noch ein kleiner Tipp von mir persönlich, was immer wieder unterschätzt wird: Denkt an Putzzeug. Denkt zum Beispiel an einen Blasebalg, um Staub von der Linse zu pusten, aber denkt auch an ein Brillenputztuch zum Beispiel oder so spezielle Brillenputztücher mit Alkohol, um ein Objektiv mal sauber zu machen. Mir ist nämlich auch schon passiert, dass ich irgendwo in der freien Natur bin und dann aus Versehen vorne aufs Objektiv gekommen bin, direkt drauf. Und den wegzukriegen mit irgendeinem Pulli, den man rauszieht, oder mit dem Jackenärmel, ist so Halbseiden. Achtet auf Putzzeug, ganz wichtig. So, ich würde mich freuen, wenn ich euch mit dem Einblick in Tanja Brandts Fotoausrüstung helfen konnte, euch für ein eigenes Kamerasystem und die passenden Objektive für die Tierfotografie zu entscheiden. Wir werden hier bei BildnerTV noch ein weiteres Video zu den tierischen Momenten machen und gehen dabei dann auf die praktische Fotografie, auf Lichtgestaltung, das Festhalten von Bewegungen ein. Wenn ihr bis dahin Fragen oder Anregungen habt, lasst uns einfach einen Kommentar zu diesem Video da. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine interessanten Videos und Workshops bei uns hier bei BildnerTV verpasst. Ich würde mich freuen, euch hier bald wiederzusehen, begrüßen zu dürfen. Bis dahin, seid kreativ, habt Spaß mit eurer Kamera und vor allem bleibt gesund. Bis dann, ciao.